Gebäude des früheren Reichspräsidentenpalais, heute Sitz der Deutschen Parlamentarischen Gesellschaft. Der Neubau rechts mit zum Wasser gewandter Freitreppe ist nach der früheren Reichstagsabgeordneten Marie-Elisabeth Lüders benannt, die erste Frau, die an einer deutschen Universität den Doktortitel erwarb. Das Gebäude ist Sitz der Parlamentsbibliothek, weltweit die drittgrößte nach denen in Washington und Tokio. Die Bronzeskulptur auf dem Treppenabsatz ist ein Werk von Mario Marini, der für seine sich aufbäumenden Pferde und spritzenden Reiter bekannt ist. Zentrum des Regierungsviertels ist das Reichstagsgebäude, heute Sitz des Bundestages. Die neue, runde, gläserne Kuppel ist ein Entwurf des britischen Architekten Lord Norman Foster. Die Kuppel ist nicht nur das hervorstechende architektonische Merkmal, sie dient auch der Belichtung und der Entlüftung des daruntergelegenen Plenarsaals. Die Terrasse des Parlamentssitzes und die Kuppel sind normalerweise täglich bis 24 Uhr für Besucher geöffnet. Dies, der dritte Neubau, das Paul-Löbe-Haus, ist Sitz der Ausschüsse und der Öffentlichkeitsarbeit des Bundestages. Zwei Fußgängerbrücken verbinden das Gebäude mit der Parlamentsbibliothek. Untere ist öffentlich zugänglich, die obere den Abgeordneten und Bediensteten des Bundestages vorbehalten. Die Berliner Bibliothek deshalb auch die höhere Beamtenlaufbahn. Das blaue Gebäude links beherbergt die
Jahrhunderttagesstätte des Deutschen Bundestages. Im gegenüberliegenden Gebäude befindet sich die Bundespressekonferenz, der Ort, an dem deutsche Politiker von Journalisten so richtig in die Mangel genommen werden können. Die neue Kronprinzenbrücke vor uns ist eine Möglichkeit. Zusätzliche Solarzellen installiert. Ein weiteres technisches Wunderwerk ist die chipgesteuerte hauseigene Postanlage, mit der man sich sogar ein kleines Diktiergerät zum Ausgang an die Polizeipforte schießen lassen kann, falls man es in der sechsten Etage vergessen hat. Die schmale weiße Brücke führt vom Kanzleramt zum Hubschrauberlandeplatz, im sogenannten Kanzlergarten. Von hier aus liegt natürlich ausschließlich das Regierungsoberhaupt. Thank you.